Hallo zusammen, wir arbeiten heute mit euch an dieses Sommerjäckchen. Das ist eine Video- und eine Kauf-PDF-Anleitung. Für dieses Jäckchen habe ich von Relana Cotton Soft verwendet, 50 Gramm, 150 Meter. Für Größe 34-36 habe ich 350 Gramm Wolle gebraucht. Pro weitere zwei Größen etwa 50 Gramm Wolle dazu rechnen. Haken Nummer 4. Alle weiteren Angaben, sowohl Häkelschriften, findet ihr, wie gesagt, in der PDF-Anleitung, wo man die Anleitung kaufen kann, habe ich unten in der Beschreibung ausgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. So, also die Jacke beginnen wir am unteren Rand zu arbeiten. Und zwar, wir arbeiten erst das Bündchen. Das sind vier Reihen Bündchen, die ich gearbeitet habe. Und zwar, die Jacke wird ohne Seitennähte gearbeitet. Das heißt, ich schlage die Luftmaschen sofort für das Vorder- und für das Rückenteil an. So. Als erstes schlagen wir die Luftmaschen an. Also ich arbeite jetzt in die dritte Luftmasche ein halbes Stäbchen, und zwar Umschlag, in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen, drei Schlingen auf dem Haken, alle drei Schlingen durch. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt überspringe ich unten eine Masche und arbeite da wieder in die zweite Masche, arbeite ich zwei halbe Stäbchen, also eine überspringen, in die zweite Masche ein halbes Stäbchen arbeiten, also Umschlag, Faden holen, drei Schlingen auf dem Haken, alle drei Schlingen durch, Umschlag, Faden holen, in dieselbe Stelle einstechen, alle drei Schlingen durch. So. Jetzt arbeite ich genauso, eine Masche überspringen, unten in die zweite Masche zwei halbe Stäbchen arbeiten. So, eine Masche unten überspringen, zwei halbe Stäbchen arbeiten. So, das ist dann die erste Reihe. So arbeiten wir die weiter. Immer eine Masche überspringen, in die zweite Masche zwei halbe Stäbchen arbeiten. So, am Ende der Reihe habe ich auch zwei halbe Stäbchen gearbeitet. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen, wende die Reihe und arbeite hier zwischen beiden halben Stäbchen einstechen und ein halbes Stäbchen arbeiten. Also Umschlagfaden holen, alle drei Maschen schlingen durch. So, dann gehe ich hier, wo die nächsten zwei halbe Stäbchen sind, dazwischen steche ich ein. Also ich steche so ein, dass ich drei Schlingen auf dem Haken habe. So, da ist eine Schlinge und zwei obersten. So, Faden holen, alle drei Schlingen durch und das zweite Stäbchen in dieselbe Stelle. Also wir arbeiten jetzt immer zwischen den beiden halben Stäbchen wieder zwei halbe Stäbchen. So, und so diese Runde dann oder Reihe weiterarbeiten. Also wie gesagt, immer zwischen den beiden halben Stäbchen zwei halbe Stäbchen arbeiten. So, und die nächste Reihe, also am Ende der Reihe habe ich da auch zwei Stäbchen gearbeitet, dann zwei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich die dritte Reihe genauso, also zwischen beiden Stäbchen einstechen und zwei Stäbchen arbeiten. So, am Anfang der Reihe ein Stäbchen und dann in die weiteren Stäbchen jeweils zwei halbe Stäbchen arbeiten.
So, und dann weiter mit dem Muster fortfahren. So, dann so einfach weiterarbeiten. So, und am Ende der Reihe arbeite ich nochmal 2 halbe Stäbchen. So, und beginne die nächste Reihe mit 2 Luftmaschen. So, also das Bündchen kann man unten schmaler oder breiter arbeiten, je nachdem. Ich habe bei meinem Oberteil 4 Reihen gearbeitet. Ihr könnt das Bündchen, also wir haben jetzt zum Beispiel 3 Reihen gearbeitet hier auf dem kleinen Stück. Man kann noch weitere Reihen arbeiten. Wie gesagt, also für mein Oberteil habe ich 4 Reihen Bündchen gearbeitet. Also das lasse ich jetzt aus bei 3 Reihen. Ihr arbeitet noch weitere Reihe. So, jetzt beginnen wir mit dem zweiten Muster. Und zwar vorne habe ich hier vorne auch diesen Rand gearbeitet. Der besteht aus 3 diesen halben Stäbchen, also aus 3 doppelten. Und zwar ich beginne dann genauso wie bis jetzt. Hier zwischen den beiden Stäbchen arbeite ich ein halbes Stäbchen. Und jetzt arbeite ich nach Muster wie bis jetzt nochmal das erste halbe Stäbchen, das zweite und nochmal 2 halbe Stäbchen. So, jetzt habe ich hier 3 solche Teile gearbeitet, also 6 Stäbchen insgesamt, 3-mal doppelte halbe Stäbchen. So, jetzt arbeiten wir das Muster. Und zwar jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen. Luftmaschen nicht ganz so fest arbeiten, damit sich das nicht zu stark zusammenzieht. Wenn 2 Luftmaschen nicht ausreichen, kann man auch 3 Luftmaschen arbeiten. So, einmal überspringe ich diese doppelten Stäbchen und arbeite hier in die nächste 2 halbe Stäbchen. Also wie gesagt, 2 Luftmaschen und 2 Maschen überspringen. In die nächste dann nach Muster 2 halbe Stäbchen arbeiten. So, jetzt wieder 2 Luftmaschen, hier 2 überspringen und dann 2 halbe Stäbchen. So, arbeiten wir dann weiter. 2 Luftmaschen, 2 unten überspringen und hier 2 halbe Stäbchen. Und so arbeiten wir die Reihe dann weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe hier 2 Luftmaschen gearbeitet und arbeite jetzt hier wiederum den Rand. Ohne Luftmaschen dazwischen. Einfach immer 2 Stäbchen arbeiten, 2 halbe Stäbchen. So, also hier 2 Maschen und dann am Rand hier jeweils 2 halbe Stäbchen arbeiten. So, die nächste Reihe beginne ich genauso, also 2 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen hier in diese Stelle arbeiten, zwischen beiden Stäbchen, dann wiederum 2 halbe Stäbchen. Und nochmal 2 halbe Stäbchen.
So, jetzt arbeite ich zwei E-Luftmaschen und das Ganze nach Muster. Hier jeweils zwischen den beiden Stäbchen zwei halbe Stäbchen arbeiten. Dann wiederum zwei Luftmaschen. Zwei halbe Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei halbe Stäbchen. So schaut es aus. Und so arbeiten wir jetzt bis auf der anderen Seite. Und hier arbeiten wir wiederum zwei Luftmaschen und jeweils sechs halbe Stäbchen am Rand und beginnen die Reihe genauso, wie ich jetzt hier schon begonnen habe. Also genau das gleiche mit zwei Luftmaschen. Erstmal sechs von diesen Stäbchen und dann das Muster arbeiten. Und so arbeiten wir das Ganze, also ohne Maschenzunahme, einfach in geraden Reihen. Arbeiten wir das Ganze bis zum Armausschnitt hier vorne. Da fangen die Ärmel an. So arbeiten wir das Ganze in Reihen dann weiter. So, wenn ihr das ganze Vorder- und Rückenteil in der gewünschten Länge gearbeitet habt, also wie gesagt, ich zeige hier alles in Kleinformat, sonst sieht man das gar nicht, legen wir die zwei Teile aufeinander. So, wir haben vorne diese sechs Stäbchen jeweils, die legen wir schön aufeinander und dann schauen wir, dass wir das Teil in Vorder- und Rückenteil aufteilen, zusammenlegen, die Maschen dann am besten durchzählen und aufteilen. So, ich schaue hier einfach nach der Linie, dass man das gleichmäßig verteilt. Ich habe jetzt hier zwei von diesen Stäbchen, Luftmaschen habe ich da und dann sind hier diese zwei Stäbchen, halbe Stäbchen jeweils. So. Und dann mache ich hier auf der Seite jeweils die Mitte. Also da, wo die zwei Stäbchen sind, mache ich dann die Mitte von Vorder- und Rückenteil. Und zwar ab da arbeiten wir jetzt das Rückenteil extra und beide Vorderteile arbeiten wir auch extra und arbeiten hier auf der Seite Armausschnitte. Bei den Armausschnitten lieber ein bisschen mehr Platz lassen, dann kann man anschließend immer zunähen, als wenn man zu wenig Platz lässt und dann doch zu klein, zu wenig Platz für die Ärmel hat. Wie gesagt, ich habe hier den Faden. Ich beginne dann, also ich markiere mir hier auf beiden Seiten die Stellen, wo das Rückenteil und das Vorderteil sind. So, wie gesagt, das ist einmal das Vorderteil, in der Mitte das Rückenteil und das andere Vorderteil. Jetzt habe ich hier meinen Faden und dann beginne ich sofort mit dem Vorderteil und arbeite das Vorderteil. Also vorne, so wie bis jetzt, diese sechs Stäbchen arbeiten wir ganz normal. Dann arbeiten wir das Muster, zwei Luftmaschen, hier zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Jetzt bin ich
hier auf der Mitte, also hier haben wir diese zwei Stäbchen, da arbeite ich ein Stäbchen, also das mache ich einmal ab jetzt. In die Mitte arbeite ich ein Stäbchen. Also ein Stäbchen haben wir dann bei dem Vorderteil und das andere Stäbchen haben wir dann bei dem Rückenteil. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen, dann wende ich die Arbeit. Dann arbeite ich noch weitere zwei Luftmaschen. Und hier arbeite ich ganz normal diese zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen arbeiten. Zwei Luftmaschen und hier die restlichen sechs Stäbchen. Und so arbeiten wir das Vorderteil vorne bis zum Halsausschnitt. Ich zeige das Ganze nochmal auf dem Zettel. Und zwar, wir haben hier für das Bündchen vier Reihen gearbeitet. Dann habe ich bis zum, also für meine Größe, bis zum Armausschnitt habe ich 30 Reihen gearbeitet. Bis zum Halsausschnitt habe ich dann 8 Reihen gearbeitet. Hier bis zum untersten, bis zu der Ecke habe ich 10 Reihen gearbeitet und dann arbeite ich hier noch 2 Reihen Schulternschrägung. Dann vorne die Aufteilung. Ich habe für Rückenteil, ich zähle nur diese Stäbchenreihen, praktisch also diese zwei Zacken. Rechne ich jetzt als eine Einheit, sage ich mal so. Und dann habe ich 20 solche Einheiten genommen. Und zwar die erste und die 20. sind genau da, wo wir die Maschen aufteilen. Vorne habe ich dann für das Vorderteil 8 solche Einheiten plus unsere, also diese 6 Stäbchen vorne. Das ist meine Aufteilung dann. Ihr teilt das so auf, wie es für eure Größe passt, aber dass man ungefähr sieht, wie das funktioniert. So, und dann arbeiten wir jetzt weiter. So, wir haben jetzt das Vorderteil bis zum Halsausschnitt gearbeitet. Jetzt arbeiten wir den Halsausschnitt. Also ich bewege mich mit den Kettmaschen nach links. An diesen 6 Maschen, die wir am Anfang haben, arbeite erst eine Luftmasche und dann gehe ich hier, da wo die erste Schlinge ist, stiche ich ein, so hole den Faden, ziehe diesen durch. Ich habe jetzt 2 Schlingen auf dem Haken, die linke durch die rechte durch. Und so bewege ich mich immer weiter um eine Masche. Also da ein Stäbchen, wo die erste, also die vordere Schlinge ist, Faden holen, 2 Schlingen auf dem Haken, die linke durch die rechte durch. Und so wie gesagt, bewege ich mich dann nach vorne. So, jetzt habe ich mich um 6 Maschen nach vorne bewegt. Jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen und dann arbeite ich hier nach Muster 2 Stäbchen. So.
Und jetzt arbeite ich nach Muster weiter, also ganz normal weiter, arbeiten auf der anderen Seite und dann die Rückreihe arbeiten auch, bis wir hier vorne angekommen sind. Also ich habe jetzt die Rückreihe gearbeitet, bis hier diese Stäbchen bleiben. Also bei dem zweiten Element hier habe ich das erste Stäbchen gearbeitet, jetzt arbeite ich das zweite Stäbchen möglichst fest. So, jetzt mache ich zwei Umschläge auf den Haken. Jetzt gehe ich hier, da wo die beiden Stäbchen sind, hole den Faden und arbeite ein Doppelstäbchen, die ersten zwei Schlingen durch, die zweiten zwei Schlingen durch und die dritten zwei Schlingen durch. Also schaut es aus, also das wird jetzt abgeschrägt. So, jetzt wende ich die Arbeit. Jetzt bewege ich mich mit dem Faden einmal nach links mit Kettmaschen. Also hier habe ich die Masche, ich stiche hier ein, hole den Faden und arbeite ich eine Kettmasche. Dann in jede Luftmasche arbeite ich eine Kettmasche. So, jetzt arbeite ich eine Luftmasche und hier, wo die Stäbchen beginnen, arbeite ich ein halbes Stäbchen. So schaut es aus, also so schaut die Abrundung dann aus. So. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen und dann arbeite ich alles weiter nach Muster. Jeweils zwei halbe Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei halbe Stäbchen und so weiter. So, und dann wenden und die Rückreihe arbeiten. Also ich habe jetzt die Rückreihe gearbeitet und jetzt arbeiten wir hier so keine Maschenabnahme mehr, sondern wir haben hier, also vom Rand 1, 2, hier haben wir schon ein Stäbchen gearbeitet. So, da arbeite ich wiederum bei dem Stäbchen ein halbes Stäbchen. So, und das bleibt dann auch so. Also ich arbeite ein bisschen schräger. Ich stiche das hier ein. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen, wende die Arbeit und arbeite dann noch weitere zwei Luftmaschen und den Rest nach Muster. Also der Halsausschnitt beginnt dann immer mit vier Luftmaschen und am Ende immer ein halbes Stäbchen arbeiten. So schaut dann der Halsausschnitt aus. Und dann weitere Reihen arbeiten. Ich habe jetzt ein paar Reihen weitergearbeitet, damit man den Halsausschnitt gut sehen kann. Also so schaut der aus. Und jetzt arbeiten wir also von da dieses Teil bis zur Schulternschrägung. Also praktisch bis da zwei, bei mindestens 10 Reihen und dann zwei Reihen Schulternschrägung arbeiten wir. Also erstmal diese 10 Reihen arbeiten wir ohne Maschenabnahme oder Zunahme. So, wir arbeiten jetzt die Schulternschrägung und zwar ich bewege mich von dem Armausschnitt bis zum Halsausschnitt.
So, weil wir die Schulternschrägung in zwei Reihen arbeiten, teile ich das Ganze ungefähr in zwei Teilen auf. Man kann für das erste Stück weniger marschen lassen als für das zweite zum Halsausschnitt hin. Das ist eigentlich, spielt keine so große Rolle, wie viele Maschen man, wie groß die Abschrägung ist. Also die erste sollte ein bisschen kleiner sein als die zweite. So, ich bewege mich erstmal mit den Kettenmaschen nach vorne. Also da in die Luftmasche einstechen, in die vordere Schlinge. Eine Kettmasche arbeiten und dann in die zweite auch eine Kettmasche arbeiten. Jetzt arbeite ich hier, wo die zwei Stäbchen sind, arbeite ich eine feste Masche. So, jetzt arbeite ich wie nach Muster zwei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich hier bei dem zweiten Stäbchen eine feste Masche. Dann arbeite ich ein halbes Stäbchen. So, jetzt arbeite ich den Rest nach Muster. Zwei Luftmaschen, zwei halbe Stäbchen und so weiter. Und dann arbeite ich die Reihe zu Ende und dann arbeite ich die Wendereihe, also die zweite Reihe. Also die zweite Reihe habe ich jetzt begonnen, also die ersten zwei und die zweiten zwei Stäbchen habe ich gearbeitet. Und jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Und arbeite hier in die nächsten Stäbchen erstmal ein halbes Stäbchen. So, und dann die zweite Masche arbeite ich eine feste Masche. Vielleicht das Stäbchen ein bisschen fester arbeiten. Und die zweite feste Masche. So entsteht diese Schrägung. Bei kleineren Größen reicht diese Schrägung aus. Bei den größeren Größen kann man dann noch eine dritte Reihe dazu oder sogar noch weitere zwei, je nachdem, wie breit man das Teil arbeitet, ne? Man kann dann diese Schrägung weiterarbeiten auf die gleiche Weise. Man bewegt sich dann auch wiederum mit Kettmaschen nach vorne, wie wir das hier schon gemacht haben. Ich habe mich auch hier mit Kettmaschen nach vorne bewegt, bis zu den Stäbchen. Dann arbeitet man hier eine feste Masche. Dann arbeitet man genauso wie hier wieder zwei Luftmaschen. Und ab da kann man dann eine feste Masche, ein halbes Stäbchen und Rest nach Muster arbeiten. So genauso arbeiten dann die nächste Reihe, wie wir die erste Reihe gearbeitet haben. Und so eine Schulternschrägung dann arbeiten. So, bei dem Rückenteil ist Folgendes. Also die Tiefe von meinem Halsausschnitt am Rückenteil sind zwei dieser Reihen. Das heißt, ich arbeite bei dem Rückenteil alles gerade bis zu der Schulternschrägung und dann arbeite ich hier in der Mitte keine Reihen, sondern ich arbeite dann erst die eine Schulternschrägung und dann die anderen und dann entsteht auch automatisch hier der Halsausschnitt. Also dieses Teil für Halsausschnitt einfach auslassen, hier gerade Stück arbeiten. Also wie gesagt, das sind dann diese zwei. Genau, die zwei Reihen habe ich dann bei dem Rückenteil und bis dahin habe ich alles gerade gearbeitet. Einfach dann vergleichen, schauen, dass man für die Schultern vorne und hinten die gleiche Maschenanzahl hat. Ansonsten, wie gesagt, die Schulternschrägung dann genauso arbeiten auf beiden Seiten.
So, wir arbeiten jetzt die Ärmel. Also zuerst natürlich die Schulternähte, die wir arbeiten und so weiter. Und zwar, es entsteht hier so ein Querrand, der sieht dann so aus. Also so schaut der Querrand aus. Und ich arbeite erstmal eine Reihe, also nicht nach dem Muster, was wir normalerweise arbeiten, sondern ich bearbeite erstmal eine Runde, arbeite ich anders. Und zwar, ich mache Folgendes. Also ich habe jetzt, also ich beginne mit einer Luftmasche und arbeite hier jeweils in diese Zwischenräume eine feste Masche. Also erstmal hier vorne eine feste Masche, dann eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum arbeite ich auch eine feste Masche. Eine Luftmasche in den nächsten Zwischenraum, eine feste Masche, eine Luftmasche. Nicht ganz so fest arbeiten, damit sich das nicht zusammenzieht. Also schauen, dass man möglichst locker arbeitet. Und so bearbeiten wir erstmal diese ganze Runde. So schaut es dann aus. Also man sieht es hier auch. Das ist dann diese Runde, die ich bearbeitet habe. Und dann fangen wir mit Muster an. Und zwar, ich habe hier am Ärmel die Schrägung gearbeitet, also mit Maschenabnahmen. Und hier dann ganz normal nach Muster. Und dann habe ich noch weitere Maschen hier abgenommen, damit die Ärmel schmaler werden. Ich habe jetzt eine kleine Runde, also wie bei den Ärmeln. Und zeige jetzt nochmal die erste Runde, also eine Luftmasche, hier in den Zwischenraum eine feste Masche, dann eine Luftmasche, in den Zwischenraum eine feste Masche. Und so arbeite ich das weiter. Wie gesagt, nicht ganz so fest arbeiten. So. So, jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Da haben wir eine Luftmasche gearbeitet, da irgendwo einstechen. Man kann auch hier oben einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Und in dieselbe Stelle arbeite ich noch ein halbes Stäbchen. Jetzt arbeiten wir unser Muster, zwei Luftmaschen. Jetzt überspringe ich praktisch zwei feste Maschen und in diesen, also in da, wo die Luftmasche gearbeitet ist, da arbeite ich wiederum zwei halbe Stäbchen. Also da habe ich eine feste Masche und da. Und hier arbeite ich zwei halbe Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Jetzt überspringe ich wieder eine und die zweite feste Masche. Und hier arbeite ich zwei halbe Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Eine und die zweite überspringen. So schaut es dann aus. Also jeweils zwei feste Maschen überspringen. Und dann in die Luftmasche zwei halbe Stäbchen arbeiten. Zwei feste Maschen überspringen und so weiter arbeiten. So, am Ende der Reihe könnt ihr dann schauen, wie ihr mit dem Muster hinkommt. Also es muss nicht unbedingt das, was in der Häkelschrift steht, genauso das gleiche sein. Zum Beispiel hier habe ich jetzt, ich müsste hier wieder zwei halbe Stäbchen arbeiten. Die arbeite ich jetzt. Oder wenn man hinkommt, dann kommen hier halt zwei Luftmaschen. Man kann die Luftmaschen auch auslassen. Ich arbeite die jetzt. Und schließe die Runde mit einer Kettmasche. So schaut es aus. Wenn man aber hier zu wenig Platz hat, kann man nur die zwei halbe Stäbchen arbeiten, weil wir arbeiten hier diese Schrägung
Und da müssen wir sowieso jede Runde eine Masche abnehmen. So, das zeige ich euch jetzt auch. Also, ich nehme jetzt, und zwar für diese Schrägung, zehn Runden nehme ich jeweils eine Masche ab für die Schrägung. Das heißt, wir haben hier zwei Luftmaschen gearbeitet. Ich arbeite jetzt in der nächsten Reihe bloß nur eine Luftmasche. Ich beginne mit zwei Luftmaschen und arbeite hier wiederum ein halbes Stäbchen. So, und jetzt statt zwei Luftmaschen arbeite ich bloß nur eine Luftmasche und arbeite den Rest nach Muster. Also wie gesagt, zwei Luftmaschen, ein halbes Stäbchen und dann eine Luftmasche und den Rest nach Muster arbeiten. So. Also wir nehmen auf jeder Seite jeweils eine Masche ab, also nicht nur auf der, sondern auf der anderen Seite auch, damit es symmetrisch ist. Das heißt, in jeder Runde sind es zwei Luftmaschen, die wir abnehmen. Also ich habe hier vorhin zwei Luftmaschen gearbeitet, ich arbeite jetzt eine Luftmasche und schließe die Runde mit einer Kettmasche. So schaut es dann aus. Also praktisch auf jeder Seite habe ich bloß nur eine Luftmasche abgenommen. So, die nächste Reihe beginne ich genauso mit zwei Luftmaschen und arbeite ein halbes Stäbchen. Und jetzt nehme ich hier diese Luftmasche auch wieder ab. Das heißt, ich arbeite dann direkt hier zwei halbe Stäbchen. So schaut es aus. Und dann wieder zwei Luftmaschen, den Rest nach Muster arbeiten. So, und auf der anderen Seite habe ich jetzt zwei halbe Stäbchen gearbeitet. Jetzt arbeite ich keine Luftmasche mehr, sondern schließe direkt mit einer Kettmasche. So schaut es aus. Dann haben wir jetzt bloß nur halbe Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit zwei Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. Und jetzt arbeite ich bloß nur ein halbes Stäbchen hier rein. Und dann zwei Luftmaschen und so weiter. Also ich denke mal, ihr habt schon verstanden, wie das geht. Also praktisch jede Reihe nehmen wir auf jeder Seite eine Masche ab. Also insgesamt zwei Maschen nehmen wir ab. Und so schaut dann die Schrägung aus. So schaut es dann am Ärmel aus. So, für kleinere Größen reichen ungefähr 10 Reihen. Pro weitere 3 Größen ungefähr würde ich eine Reihe dazu rechnen. So, und dann machen wir auf die gleiche Art und Weise. Bei dem Ärmel nehmen wir dann auch die Maschen ab. Und zwar, muss ich kurz schauen. Also wir haben hier nach den 10 Reihen also wir arbeiten dann so die Abnahme für die Ärmel 5 Runden ohne Maschenabnahme arbeiten. In der 6. Runde nehmen wir eine Masche ab. Und dann arbeiten wir wieder 5 Runden ohne Maschenabnahme. In der 6. Runde nehmen wir die Masche ab.
Okay, und das machen wir, bis wir da unten angekommen sind. Genau, damit die Ärmel ein bisschen schmaler werden. Die Maschenabnahme genauso arbeiten wie praktisch hier, also auf jede Seite dann jeweils eine Masche abnehmen. So, jetzt häkeln wir noch den Halsausschnitt um. Also ich habe Halsausschnitt mit festen Maschen umgehäkelt, sind 4 runden Reihen habe ich gearbeitet. Und zwar, da habe ich ganz unterschiedlich die festen Maschen gearbeitet. Also hier zum Beispiel haben wir 6 Stäbchen hatten wir, arbeiten wir auch 6 feste Maschen. Dann haben wir hier diese Quermaschen, da je nachdem, also da habe ich zum Beispiel 2 feste Maschen gearbeitet, da habe ich dann eine feste Masche gearbeitet, hier 2, da wieder eine. Also je nachdem, wie der Abstand groß ist, kann man 2 bis 3 feste Maschen arbeiten. Wenn der Abstand kleiner ist, dann eine feste Masche. So, die letzte Runde kann man auch mit kleinerem Haken arbeiten oder auch die letzten 2, damit der Ausschnitt ein bisschen schmaler wird. Also hier hinten. Habe ich zum Beispiel so hier jeweils 2 feste Maschen gearbeitet und hier eine. Hier immer eine, hier immer 2. Das ist dann ziemlich gleich. Aber wenn man hier diese Rundung dann geht, einfach dann selbst schauen, wie viele Maschen man arbeitet, 1 oder 2 in diese ganzen Zwischenräume. Das ist wie gesagt unterschiedlich bei mir. Dann einfach weitere Reihen arbeiten. So schaut dann der Ausschnitt aus.